Aurasoma ist ein einzigartiges Farbpflegesystem, welches mit seinen Produkten und seiner Philosophie weit über das herkömmliche Verständnis von Pflege hinausgeht. In erster Linie geht es bei Aurasoma um Farbe. Was ist Farbe? Farbe ist Licht und Licht ist essentiell wichtig für das Leben. So kann man die These aufstellen, dass die Beziehung eines Menschen zum Licht auch seine Beziehung zum Leben darstellt. Und weiter fortgesetzt heißt es dann auch, dass die Beziehung eines Menschen zu Farbe seine Beziehung zum Leben darstellt. Farbe ist also essentiell wichtig, um dem Leben Dynamik zu geben. Herkömmlich betrachtet kennen wir den Begriff Pflege bei Säuglingspflege, Altenpflege, und da richtet sich der Begriff Pflege auf einen Teilbereich des Lebens. Das ist natürlich auch leicht nachvollziehbar, denn wenn man einen Säugling nicht entsprechend pflegt, wie er gepflegt werden muss, hat man im Resultat nachher Ergebnisse, mit denen weder der Säugling noch der Mensch, der ihn pflegt, zufrieden ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass jeder Lebensbereich Pflege braucht. Das heißt, dass man jedem Lebensbereich Pflege zukommen lässt, Bewusstsein zukommen lässt. In dem Sinne lässt sich Pflege definieren als das Bewusstsein, was man in die Dinge hineinlegt, damit das Resultat so ist, dass man sich hinterher darin wohlfühlt. Also geht es bei einem Farbpflegesystem darum, mittels Farbe Pflege ins Leben zu bringen. Das heißt, Bewusstsein über die Farbe zu erschaffen, auf das man das Leben bewusster pflegen kann. Der Begriff Aurasoma bringt Ähnliches zum Ausdruck. In der Aura liegt der Begriff Ausstrahlung. Soma beschreibt den Körper. Aura und Soma entstammen beide der griechischen Sprache und bedeuten die Ausstrahlung hinter dem Körper. Das heißt, wir pflegen die Ausstrahlung und wir pflegen den Körper gleichermaßen, sodass die Interaktion zwischen dem, was wir ausstrahlen, und zwischen dem, was wir im Körper sind, zu einer bewussten Lebenshaltung und zu einer bewussten Lebensführung führen kann. Farbpflege ist dann das Wissen, wie wir mit Hilfe durch die Erkenntnis der Farben Bewusstsein in unser Leben bringen können. Farbe ist für den Menschen etwas wie eine Sprache. Zum Beispiel kennen wir auch, wir sind rot vor Wut, gelb vor Neid oder wir tanzen auf rosafarbenen Wolken. Allein darin bringt sich schon zum Ausdruck, wie sehr der Mensch mit Farbe verbunden ist. Wichtig ist es, den Leitsatz von Aurasoma in diesem Zusammenhang zu erfassen. Dieser ist von der Begründerin von Aurasoma, Vicki Wall, geprägt worden. Er heißt: Du bist die Farbe, die du wählst, und sie zeigt die Bedürfnisse deines inneren Wesens. Das innere Wesen eines Menschen ist der innere Kern. Es ist das, wo die Talente, die Potenziale, die Charakteristika, die Individualität eines Menschen begründet ist. Dieser innere Wesenskern ist das, was zum Ausdruck kommen sollte im Leben, damit sich ein Mensch wohlfühlt. Geschieht das nicht, ist der Mensch eher niedergeschlagen, er kommt nicht zum Ausdruck seiner Kreativität, er verkennt sich selbst, und deshalb ist dieser Satz so essentiell wichtig. Du bist die Farbe, die du wählst, und sie zeigt die Bedürfnisse deines inneren Wesens. Da der Mensch so intensiv mit Farbe verbunden ist, da die Farbe Dynamik des Lebens ist, kann auch über die Farbauswahl eines Menschen die Dynamik seines eigenen Lebens beschrieben werden, beziehungsweise kann er über die Farbe, die er wählt,
sich selbst erklären und sich selbst näher kommen. Wenn wir also beispielsweise einen Menschen haben, der sich sehr stark zu der roten Flasche von ihr angezogen fühlt. Dieser Mensch würde sagen, dass er voller Dynamik im Leben steht, dass er die Kraft des Lebens sehr bewusst für sich nutzen kann. Farbe hat aber auch zwei Seiten. Wir könnten zum Beispiel mit Rot assoziieren die Feuerwehr und daraus ableiten, dass es eine Notsituation ist, in der sich dieser Mensch befindet, wenn er sich von so einer Flasche angezogen fühlt. Andererseits können wir noch mit einem Bild arbeiten, das es im Leben gibt, nämlich die rote Ampel. Die rote Ampel sagt immer Halt, Stopp. Vielleicht ist dieser Mensch zum Zeitpunkt, wenn er sich von solch einer Flasche angesprochen fühlt, in einer Situation, in der er in seinem Leben ausgebremst ist. Ein weiteres Beispiel wäre jemand, der sich von der blauen Flasche angesprochen fühlt. Blau assoziiert man mit dem Himmel, mit der Weite des Himmels und dem, was vielleicht ein bisschen größer ist als wir selbst, was über uns ist. Über uns ist immer eine höhere Instanz und damit hat Blau auch mit Autorität zu tun. So jemand, der von einer blauen Flasche sich angesprochen fühlt, mag sich mit Autoritätsthemen auseinandersetzen und sucht seinen Frieden in der Konfrontation und der Begegnung mit Autoritäten. Gehen wir zur Farbe Gelb. Gelb ist die Farbe der Sonne, die Farbe des Lichtes und damit die Farbe, die wir mit Erkennen und Definieren und Lernen in Zusammenhang bringen können. Wenn uns ein Licht aufgeht, dann haben wir einen Aha-Effekt. Wir lernen etwas, wir haben etwas erkannt und damit haben wir einen Zugewinn für unser Leben. Etwas wird neu integriert. Wenn man dann beispielsweise so eine Flasche hat und jemand fühlt sich von dieser Gelb über Rot angezogen, so könnten wir sagen, er hat die Kraft zur Erkenntnis und er weiß, seine Kraft, die in ihm liegt, zu lenken, auf dass er mehr lernt, auf dass er klarer sieht, auf dass er bewusster wird. Der Mensch bewegt sich zwischen der Polarität des Lichtes, das heißt zwischen hell und dunkel. Grundsätzlich sind die ersten Farben weiß und schwarz, die wir jeweils als die Summe aller Farben bezeichnen. Wir können das leicht nachvollziehen, denn der Mensch bewegt sich zwischen Tag und Nacht, zwischen Sommer und Winter, die wir automatisch jeweils mit schwarz oder weiß assoziieren würden. Daraus entsteht dann die Facettengebung des Lichtes, zum Beispiel im Sonnenaufgang. Die Sonne erscheint zuerst in rotem Licht und dann, je weiter sie aufsteigt, wird sie orange und gold und gelb, bis sie mittags im Zenit steht und dann für einen kurzen Moment weiß erscheint und dann geht der ganze Weg wieder rückwärts, bis sie am Abend dann auch wieder rot untergeht. Die Stimmung, die das Licht dann hat, jeweils ist eine andere, denn Rot am Morgen heißt Aufbruch, es geht los, Weckerrasseln, der Hahn kräht. Somit hat Rot auch immer etwas mit Aufbruchsstimmung zu tun und mit es geht los. Weiterhin, wenn dann das Licht in die nächste Atmosphäre hineingeht, dann würden wir sagen im orange-goldenen Bereich, der Tag wird wärmer, die Qualität von Wärme und ein wenig mehr Geborgenheit wird durch diese Lichtfacette begleitet. Und dann steigt die Sonne auf ins Gelb hinein und wir sind wieder vielleicht bei dem Thema von, da kann ich am besten erkennen, die Sonne strebt ihren Höhepunkt an und so auch könnte man das auf den Menschen übertragen, entsteht der Höhepunkt der Erkenntnis.
Aura Soma wurde 1983 durch die Engländerin Vicki Wall entwickelt. Vicki Wall hatte in früheren Jahren, in jungen Jahren, in einer Apotheke der alten Schule gearbeitet, in der noch Salben gerührt und Pillen gedreht wurde und in der sogar die Kräuter noch im Garten des Apothekers wuchsen. Dort konnte sie ihr Wissen, das ihr von ihrer Familie in die Wiege gelegt war und über ihre Erziehung durch den Vater sehr gepflegt wurde, nämlich die Naturheilkunde, vollends anwenden. In späteren Jahren führte Vicki Wall eine Praxis für Fußpflege. Dort stellte sie immer ihre eigenen Lotionen und Cremes für die Pflege der Patienten her. Als sie bereits 60 Jahre alt war, musste sie aufgrund ihrer fortschreitenden Erblindung ihre Arbeit aufgeben und sich aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen. In dieser Zeit entstand aus einer Inspiration heraus Aura Soma. Es mag ein wenig wundersam erscheinen, dass eine ältere Dame, fast völlig erblindet, diese bestechende und doch mit Farben zu tun habende Produktlinie erschuf, die sie mit ihren eigenen Augen nicht mehr sehen konnte. Über ihre angeborene Fähigkeit, die Aura eines Menschen zu sehen, entschlüsselte sich das, was Aura Soma für diese Welt bedeutet. Vicki Wall konnte in tiefe Schichten der Aura eines Menschen hineinschauen und sie stellte fest, dass ein Mensch immer zu der Aura Soma Flasche griff, die am meisten mit ihm und seinem Wesen, das sich in der Aura widerspiegelte, zu tun hatte. Beispielsweise hatte jemand im blauen Bereich, das ist der Bereich um die Kehle, um den Hals herum, eine Schwäche, so war dieser Mensch automatisch von eben dieser blauen Flasche angesprochen, er wählte sie. Und sie konnte über ihre Sichtigkeit sehen, dass in dem Moment, wo ein Mensch diese Flasche in der Hand hatte, etwas in der Aura geschah und sich ein Ausgleich einstellte. Das ist auch der Grund, warum diese Flaschen Equilibrium-Flaschen heißen. Equilibrium ist das lateinische Wort für Ausgleich und Balance. Aufgrund dieser Erkenntnis, aufgrund dieser Entdeckung prägte Vicki Wall auch den Satz: Du bist die Farbe, die du wählst, und sie zeigt die Bedürfnisse deines inneren Wesens. Vicki Wall begleitete Aura Soma bis zu ihrem Tod im Jahr 1991, hatte aber vorher schon ihren Nachfolger bestimmt, Mike Booth, mit dem sie bereits 7 Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet hatte und der auch heute noch Aura Soma mit seiner Frau Claudia leitet. Eine Aura Soma Flasche besteht aus 2 Flüssigkeiten. Im oberen Teil ist Öl, im unteren Wasser. So sind diese 2 Flüssigkeiten voneinander getrennt. Öl ist leichter als Wasser und schwimmt oben. Es werden Pflanzenauszüge dem Öl und dem Wasser hinzugesetzt. Und zwar kann man eine Pflanze destillieren, indem man sie auf ihren Öl- und ihren Wasseranteil destilliert. Entsprechend geht der Wasseranteil in das Wasser der Flasche und der ölige Auszug in den öligen Anteil der Flasche. Weiterhin befinden sich Kristallkräfte, Kristallenergien in diesen Flaschen. Diese werden auf radionischem Wege in die Flüssigkeiten hineintransportiert. Das heißt, radionisch, es wird über die Ausstrahlung der Kristalle die Kraft in die Flüssigkeit übertragen. Das Prinzip geht folgendermaßen. Es geht nach der Signaturenlehre, die schon Paracelsus in früheren Jahren praktiziert und entwickelt hat. Ein roter Kristall geht in die rote Flüssigkeit, ein grüner, die Kraft des grünen Kristalls, in die grüne. Genauso verhält es sich mit den Pflanzen. Auszüge
aus rot blühenden Pflanzen oder Pflanzen, die einen roten Saft haben, wie beispielsweise das Hypericum, werden in der roten Flüssigkeit wiedergefunden. Auszüge aus beispielsweise Fichte gehen in den grünen Teil der Flasche. Weiterhin werden dann Pflanzenfarben zugesetzt, damit die Flüssigkeiten überhaupt auch eine Farbe bekommen. Denn weder die Pflanzenauszüge haben tatsächlich die Farben noch die Kristallkräfte. Das Wasser ist aus der Region, in der auch Aurasoma Products in England angesiedelt ist, nämlich in Thetford in Lincolnshire. Das ist in der Gegend von Nottingham, was ja allen bekannt ist, denn dort hat Robin Hood gelebt. Und dort ist eine noch sehr intakte Natur und man kann dort auf Gegebenheiten zurückschauen, die dem Produkt entsprechen, in der Einstellung, dass man eben mit einem natürlichen Produkt zu tun hat. So, also das Wasser wird gereinigt, es wird aufgearbeitet, sodass die Informationen, die das Wasser trägt, wenn es aus der Leitung kommt, gelöscht werden, und das Wasser wird vorbereitet, auf dass es leer ist, um neue Informationen aufzunehmen, nämlich die der Pflanzen, der Kristalle und die von Licht und Farbe. So wird das Wasser wieder vorbereitet, dass es bereit ist, die Informationen der Pflanzen, der Kristalle und Edelsteine und die von Licht und Farbe aufzunehmen. Das Öl ist ein pflanzliches Squalan. Das ist ein Destillat aus dem Olivenöl. Und auch dieses wird vorbereitet, dass es aufnehmbar ist, aufnahmebereit ist für die Energien der Farben, der Pflanzen und der Kristalle. Die Handhabung der Flasche geht folgendermaßen. Sie wird immer in die linke Hand genommen. Der Daumen trägt die Flasche, Ring und Zeigefinger liegen auf der Schulter der Flasche und der Mittelfinger auf dem Stöpsel. In der linken Hand, die mit der rechten Gehirnhälfte korrespondiert und somit der intuitiven Seite des Menschen näher steht als seiner rationalen, wird die Flasche verschüttelt. Dieses Verschütteln macht die Flasche eigentlich erst zum Eigentum des Besitzers. Sie wird personifiziert. Sie geht jetzt durch das Schütteln in Kommunikation mit dem Besitzer. Und also werden die Flüssigkeiten kräftig verschüttelt, damit sich eine Emulsion bildet. Und diese Emulsion wird dann auf den Körper aufgetragen. Die zur Emulsion verschüttelte Flüssigkeit wird auf den Körper aufgetragen, und zwar im grünen und im roten Bereich des Menschen. Vielleicht aber auch nur im grünen oder nur im roten. Zur Wahl würde als dritte Möglichkeit stehen, den Zwischenbereich zwischen rot und grün zu nehmen, weil wir ja eine Vermischung von rot und grün hier in diesem Fall haben. Die Aussage dieser Flasche ist, die Kraft zu haben, zur Wahrheit des Herzens zu gelangen. Und diese Lebensthemen werden mit der Benutzung der Flasche im Menschen angesprochen werden. Die Aurasoma Pomanda dienen dem Schutz der Aura in erster Linie. Schauen wir zuerst auf das Wort Pomanda. Es kommt aus dem Altenglischen und beschreibt ein Duftgebinde oder eine Kräuterzusammenstellung. In den alten Zeiten hatten kräuterkundige, naturkundige Menschen die Aufgabe, für eine ganz bestimmte Situation oder Person Gebinde zusammenzustellen, Düfte zu kombinieren, um eine Situation zu unterstützen, beispielsweise ein Richter für seinen weisen Urteilsspruch. Es wurden ganz bestimmte spezifische Kräuter zusammengestellt, die dieser Situation, die diesem Fall, der zu behandeln war, Unterstützung beigeben sollte, damit die größtmöglichste Weisheit hervorkommen könnte. Das gleiche galt für die Mutter bei der Niederkunft oder aber auch
für die Ritualfeste, die Lichtfeste, die in den alten Zeiten noch begangen wurden. Überreste davon haben wir heute in den Brautsträußen oder auch den Kranzgebinden bei Beerdigungen oder aber auch noch in unseren saisonalen Festen wie Weihnachten oder Ostern. Die Pomander entsprechend mit den Farben gehen auf unterschiedliche Lebensthemen ein. So hätten wir dann wieder, um bei den bisher gegebenen Beispielen zu bleiben, das Rot für den Antrieb oder das Blau für die Beruhigung, für die Weite, für den Frieden, für die Kommunikation. Ein Pomander wird benutzt, indem man 3 Tropfen der Flüssigkeit auf die Handinnenfläche gibt, sie verreibt und dann im Bereich der Aura langsam dem Körper entlang hinunterführt. Die Pomander koordinieren das Denken und Fühlen eines Menschen, helfen dem Menschen so in Bezug auf bestimmte Lebensthemen, mehr zu sich selbst zu kommen und zu einer einheitlichen Sicht zu kommen, eben das Fühlen und Denken miteinander auszugleichen und auch die männlichen und weiblichen Anteile des Wesens miteinander in Einklang zu bringen. Das heißt, die intuitiven Fühlenden mit dem sachlich logischen, rationalen Verständnis in Einheit zu bringen und so zu einem geordneteren Lebensführung zu kommen. Jeweils die unterschiedlichen Themen der Farbe sprechen auch wieder den Menschen über seine individuelle Farbauswahl in seinem eigenen Lebensbereich an. Die Aurasoma Quintessenzen werden in dem Aura-Bereich angewandt, der den Pomander-Bereich überschreitet, also weiter außen liegt. Und sie wenden sich an dem Bereich, wo der Mensch einheitlicher ist, wo er objektiv und neutral auf Dinge guckt und mehr in die spirituellen Bereiche von sich selber. Vergleichbar dem Flug des Adlers oder dem Adlerblick. Man schaut von oben auf die Dinge herauf und bekommt eine übergeordnete Sichtweise. Dazu verhelfen uns die Quintessenzen. Die Quintessenzen, wie man deutlich sieht, haben alle Pastellfarben. Das heißt, es ist wesentlich mehr Licht zu einer Farbe gekommen. Sie werden heller. Damit wird auch das Bewusstsein eines Menschen heller. Die Quintessenzen werden auf den Puls aufgetragen, mit dem anderen Handgelenk verrieben und genauso wie die Pomander langsam durch die Aura geführt. Und zum Schluss nimmt man 3 tiefe Atemzüge von diesen Pulspunkten. Die Aurasoma Quintessenzen tragen Namen von Menschheitslehrern aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen und bringen damit zum Ausdruck, dass die Suche nach der Wahrheit im Leben in einer erleuchteten oder transparenteren Form angestrebt ist.